So, erste Frage. In welche von der Königin vergiftete Frucht hat Schneewittchen gebissen? Das war ja wohl der Apfel. Soweit kenne ich mich Und mit wir nehmen A. Disney auf jeden Fall aus, auch wenn ich da kein Wissen Profi wir bin. jetzt, was meine. Muss es sein, ist. Wie wird der 16-Meter-Raum vor dem Tor auch genannt? Strafraum. Es gibt den Raum. Also Torraum ist der kleine. Strafraum ist der große. Das sind 16 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Vivian, das wirst du bestätigen können als Fußballfan. 16 Meter, ich überlege gerade, der Punkt, der 11-Meter-Punkt ist auch innerhalb vom 16 Meter, innerhalb vom Strafraum. Das passt perfekt. Ganz klar. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ich nahm mir die Zeit nachzudenken. In welchem Monat wurde Harry Potter geboren? Das kann ich ganz easy sagen, das ist Juli, weil Harry Potter ist in den Ferien geboren. Ja, genau. Und nun, das ist richtig. Also, die erste Harry Potter Ich habe nicht Frage, verloren. Ich war gut. bei der ich nicht ins Fettnäpfchen getreten bin, weil da waren ein Ja, paar ganz sehr klar. saftige Fragen schon dabei. Wie nennt man einen südländischen Du regst Verführer? dich zu sehr auf, Massimo. Don Juan, Don King, Don Camillo, Don Cosaco? Ich kann mit der Frage nichts anfangen. Was ist ein südländischer Verführer? Hat da vielleicht jemand eine Idee? Mir sagt nur Don Juan so wirklich was, alles andere selten gehört. Schon, oder? Don Juan sticht mir auch sofort ins Auge. Okay, weißt du was? Ich will nicht jetzt schon wieder gleich am Anfang irgendwelche Joker verpulvern. Mein erstes Gefühl war Don Juan. Dein erstes Gefühl war Don Juan. Ich nehme Don Juan. Versuchen wir es mit A. Ja, wir sind uns In diesem sicher. Sinne richtig. Huh. Das war die richtige Antwort. Unfassbar. Aber gewusst hätte ich es ehrlich nicht. Ich weiß Eine nicht, neue wo Frage zum das herkommen Anfang. soll. Viel Glück. Sprichwort oder so. Einer der bedeutendsten Maler aller Zeiten ist. Wie bitte was? El Greco. Gott. Oh Gott. Also Al Capone. Können wir schon mal ausschließen, weil der wird, glaube ich, auch mit A geschrieben. Al Bundy. Wird der nicht auch mit A geschrieben? El Greco. El Dorado. El Dorado. Ich muss an El Dorado denken. Ich muss sagen, das ist sowas, was man wissen kann, glaube ich. Wo irgendwie 9 von 10 Leute sagen, ja, logisch. Ich weiß es aber nicht. Aber rein vom Gefühl her würde ich El Dorado sagen. El Greco. König sagt El Greco. Okay. Wie sicher bist du dir mit El Greco? 100%. Aha. Okay. Gut, El Greco. Und da haben wir die Super, Sicherheitsstufe. Dankeschön dafür. Hätte ich nicht gewusst, Zucki. wäre ich schon wieder raus gewesen. Wie nannte man früher einen meist jüngeren untergeordneten Helfer? Also, der Advokat ist ein Anwalt. Adonis? Der Adonis ist doch immer der, ne? Hier, der Adonis. Na, der war der Denker. Nein, Adonis ist doch jemand, der gut aussieht, der stark ist, der einen gestählten Körper hat, würde ich sagen. Aber kann natürlich auch ein untergeordneter Elfer sein. Adlatus? Adlatus! Lateral? Adlatus ist doch Latein und heißt beistehend. Seit an der Seite. Ad an der Seite. Adlatus. So hätte ich das jetzt so. Ad Latus würde ich jetzt wirklich sagen, heißt Beistand. Mehr oder weniger. Sinngemäß Beistand. Deswegen sowieso die Ich Ad werde Latus. berichten. Insofern ist das Nice. richtig. Nice. Sehr gut. Eine gut geplante und durchgeführte Wie heißt Operation, eine aber erst nach der isländische Ankunft im Gefängnis. Milchdelikatesse? Skyr, Kefir, Mjölk oder Mjölk oder Vitur. Außer Kefir habe ich nichts davon jemals gehört. Kefir, was ist Kefir nochmal? Ist Kefir nicht irgendwie so eine Art Joghurt oder so? Kefir. Skyr ist griechisch, glaube ich, sagt Günni. Okay. Mjölk kann ich mir vorstellen. Es klingt sehr skandinavisch. Island gehört ja mehr oder weniger zu den skandinavischen Ländern. Kefir ist wie Ayran, oder? Weiß ich nicht, weil ich glaube nicht. Also es ist schon, ja, Ayran ist ja im Endeffekt auch Joghurt mit Wasser und Salz. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Kefir, ich würde Kefir ausschließen, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht
Kennst du Nusgül, sagst du? Okay, aber weißt du auch, was das genau ist oder wo das herkommt? Güni meint, Skyr ist griechisch. Ich kenne Skyr gar nicht. Mjölk klingt für mich skandinavisch. Also ich wäre eher bei C. Du weißt es aber nicht. Okay. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber was ist Skyr? Was ist das? Kannst du es beschreiben? Sowas wie Quark. Okay. Komm, dann würde ich sagen, mach mal einen 50-50-Joker. Vorsicht ist geboten. Und deswegen entfernen wir jetzt auch zwei falsche Antworten. Okay. Dann ist C, was ich mir gedacht hätte, schon mal weg. Das Einzige, was jetzt blöd ist, ist, dass ich insgeheim mir auch vorstellen kann, dass es Victor ist. Aber wenn ihr sagt, dass Skyr sowas wie Quark ist, gehen wir einfach mit A. Ich würde A nehmen. Ja, genau. Gut. Boah, Gott sei Dank. Ein brillant erzielter Erfolg. Aber sind schwere Fragen schon. Sind wirklich schwere Fragen schon. Aber wir sind schon bei 2000, also es darf schon ein Neue bisschen schwerer Frage, von werden. der ich hoffe. Welche Frage? Welche Farbe hat die Glasur auf dem Schweizer Törtchen namens Karak? Gott. Schweizer Törtchen Karak. Wenn das was typisch Schweizerisches ist, könnte ich mir weiß und rot vorstellen, wegen Flaggenfarben. Ich kenne Karak nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Wer weiß denn sowas? Ja, das frage ich mich auch. Grün. Vivian sagt grün. Ich glaube Vivian sofort, dadurch, dass ich es noch nie gehört habe und sie ohne Umschweife grün sagt. Hab das, glaube ich, vor kurzem gegessen. Okay. Dann ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Dann nehmen wir grün. Das war eine gute Wahl. Sehr gut, Vivian. Wieder mal rausgerettet. Ey, du bist heute sehr stark unterwegs. Sehr, sehr stark. Nächste Frage. Welche besondere Form hat der spanische Käse namens Queso de Tilla? Er hat die Form eines Fingers, er hat die Form eines Auges, er hat die Form einer Nase, er hat die Form einer Brust. Ich versuche gerade irgendwie abzuleiten, was de Tilla heißen könnte. Was heißt Finger auf Spanisch? Was heißt Nase auf Spanisch? Was heißt Brust auf Spanisch? Was heißt Auge auf Spanisch? Ich habe mal ein bisschen Spanisch gelernt, aber das sind gerade vier Wörter, die ich tatsächlich nicht weiß. Nase? Ich glaube, dass Nase wirklich irgendwas so wie Naso oder sowas heißt. Komm, da würde ich auf jeden Fall einen Joker nehmen. Außer irgendwer schreit rein, dass es weiß. Ich habe keine Ahnung, aber hoffe auf Brust oder Nase. Du hoffst auf Brust oder Nase? Okay. Nehmen wir den Telefonjoker. Den Also bitte Telefonjoker. vorlesen. So, wen fragen wir überhaupt? Die Kindheitsfreundin oder die Schwester? Ah, die Schwester weiß das. Die Schwester, die weiß Bescheid. Ich habe so ein Gefühl. Hallo? Ellie, hier ist Massimo. Hör mal, ich habe gerade echt Probleme. Ich hoffe, du kannst mir bei einer Frage helfen. Moment, ist das wirklich Wer wird Millionär? Das ist kein Witz. Ehrlich, als du mir davon erzählt hast, habe ich dir nicht geglaubt. Oh, komm, Beruhige es. dich und hör gut zu, okay? Ich möchte jetzt natürlich nicht ausscheiden. Oh, die labert jetzt. C, glaube ich. Okay. Ich würde C sagen. Ja, sie glaubt. Sie weiß es nicht. Die hat sehr unsicher geklungen. Ich glaube, ich hau da direkt noch ein. Also, ich habe keinen 50-50-Joker mehr. Finger, Nase, Auge, Brust. Die Schwester sagt C. Ich würde einen Joker noch nachsetzen, weil die Schwester war sich meiner Meinung nach sehr unsicher. Meine Damen und Herren, Ich hoffe, bitte dass das Ihre Publikum jetzt nicht sich Stimmen für beeinflussen unsere lässt Kandidaten über diese Hürde vom bitte. Telefonjoker. Oh, oha. Boah, come on. Was ist das denn? Also, es hat eigentlich keiner eine Ahnung. Das Traurige ist, dass ich eher beim Finger wäre. Die Schwester sagt C, die Nase. Das Publikum ist sich eigentlich nicht wirklich einig, aber sagt B. Die Joker erfüllen nicht wirklich ihre Rolle. Ja, wirklich. Ich habe zwar dann keinen Joker mehr, aber ich würde die Frage tauschen. Das ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Was wäre es jetzt gewesen? Ja, ich hätte der Schwester vertrauen sollen. Die wird enttäuscht sein, wenn ich wieder nach Hause komme. Jetzt haben wir drei Joker verpulvert, dafür, dass eigentlich der erste schon es machen hätte können.
Wie heißt Professor Rattenzahns Fledermaushelfer in Basil der große Mäusedetektiv? Ich weiß, dass es Basil der große Mäusedetektiv gibt, habe das aber noch nie gesehen. Ich kann mir vorstellen, bei Kinderfilmen meistens irgendwie der Name was mit der Person, der Rolle oder sonst irgendwas zu tun. Fledermaushelfer. Kann ich mir vorstellen, Pfeifer wegen Ultraschall, also Pfeifen unter Anführungszeichen. Okay, weiß keiner, ne? 4000, keine Hürde. Wir würden auf 500 € runterfallen, wenn wir das falsch haben. Was machen wir? Ich habe so ein Gefühl, Pfeifer. Wobei mich, und ich weiß nicht warum, Schleifer irgendwie auch anlacht. Ich würde Greifer sagen, aber absolut kein Plan. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch im Chat einmal, Greifer wäre eher der Adler, also eher entfernen von Greifer. Günni sagt, würde Greifer sagen, aber keinen Plan. Kann alles sein, aber häng mich Günni an. Okay. Ich würde also Greifer sagen. Dadurch, dass ich eher Pfeifer sagen würde, zwei Leute Greifer eher sagen würden. Ich bleibe jetzt bei Greifer. Ganz klar, es ist. Das stimmt. Oh, Hammer. sehr gut, sehr, sehr Da haben gut. Sie verloren. Die Mädels rocken das heute. Erinnern Sie sich. Hier ist eine neue Frage. Nächste Frage. Was für eine Sendung moderiert Tim Allen in der Serie Hör mal, wer da hämmert? Tooltime, also eine Heimwerkersendung. Tooltime in der Serie Home Improvement auf Englisch. Hör mal, wer da hämmert? Heimwerkersendung. Also, Brauchen wir nicht lang reden. natürlich gut, die Sicherheitsstufe ist geschafft. B. Weiter Vivian geht's. sagt auch B. Aber da war ich mal so sicher, da habe ich nicht lange herumgefackelt. Soll ich sagen? So, nächste Frage. Wie nennt man eine Eheschließung durch Boten oder Stellvertreter? Oh je. Reithosenehe, Strumpfbandehe, Handschuhehe oder Halsbandehe? Handschuhe, das sind ja alles irgendwelche Sachen, die man irgendwie anziehen kann. Reiterhose, Handschuhe, Strumpfband, Halsband. Ich bilde mir ein, ich habe Strumpfbandehe schon mal gehört. Das ist alles komisch. Ja, finde ich auch. Also Reithosenehe. Bin ich raus. Also Handschuhehe, Halsbandehe. Wie nennt man eine Eheschließung durch Boten oder Stellvertreter? Also das klingt für mich wie Zwangsehe oder zumindest irgendwo Königshäuser, die irgendwie einen Vertrag abschließen. Und dann kommt der eine Bote von dem einen Königshaus und reitet tagelang mit irgendeiner Schriftrolle, mit dem Siegel des Königs. Und dann haben sich Braut und Bräutigam nie gesehen und am Schluss ist eine Ehe entstanden. Also so klingt das jetzt erstmal für mich. Dann vielleicht doch die was? Reithosenehe, weil man dorthin reiten muss. Wir haben die Hürde jetzt, ne? Also wir können nicht runterfallen. Das heißt, wir können auf jeden Fall zocken. Es ist jetzt egal. Also aussteigen werden wir auf keinen Fall. Wir können zocken. Steven sagt, keine Ahnung. Halsbandehe wegen Anleinen. Ach so, ja gut. Hätte Handschuhehe gesagt. Oh, jetzt sagt jeder was anderes. Okay. Ja, dann kann man es fast auswürfeln, oder? Na komm, wenn wir uns komplett uneinig sind, dann bleibe ich bei meinem ersten Gefühl, weil erste Gefühle sind oftmals nicht so schlecht. Dann gehe ich zur Strumpfbandehe. Ganz klar. Strumpfband kann natürlich auch sein. Bei der Hochzeit gibt es ja immer das Strumpfband, was ja dann irgendwie auch irgendwo hingeschmissen wird oder so. Die Braut hat immer so ein Strumpfband. Aber wenn du glaubst, das schon mal gehört zu haben, nimm das. Ja, aber das ist ja das, ob ich überlege gerade, ob das Strumpfband nicht, ob ich das nicht irgendwie falsch assoziiere, wegen dem Strumpfband, das die Braut bei der Hochzeit trägt. Weißt du was? Ich habe mich jetzt spontan umentschlossen. Halsbandehe wegen Anleinen, Vivian. Ich glaube, ich werde das aus dem Grund, den du auch erwähnt hast, nehmen. Ich bin jetzt bei Halsbandehe. Jetzt sind Sie sich sicher. Ja, ich bin mir Ja, das sicher. ist die. Oh Gott, okay, wir Hätten hätten Sie alle vielleicht falsch nicht gehabt, gesehen, außer Sie hätten vielleicht Günni nicht mehr hätte Handschuhehe Vertrauen. gesagt. Also die Million leider verfehlt. Wir haben die Hürde geschafft, also es wären 16.000 € gewesen. Sehr schön.